Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. In der letzten Folge waren wir ja... Wo waren wir denn? Auf der Ice Map, genau. Jetzt muss ich erstmal mein Inventar ausleeren. Hier. Die hat auf jeden Fall guten Bonus-Stuff und die halt eben auch. So, wir gucken mal. 320, 345, okay. 340 nur, 340, 310, 280, 345, okay. Haben wir davon noch ein anderes? Nein. Dann werde ich jetzt meine Platinschwerter gegen diese austauschen, ne? Denn ich werde ab heute mit den kämpfen, außer mir kommen natürlich noch ein paar bessere entgegen. Das werden wir auf jeden Fall aufheben, denn das sieht recht interessant aus. 340, 320, 410 macht das. Holy! Die behalten wir hier. Ich weiß gar nicht, welchen ich ausgerüstet habe. Ich glaube, den hier. Dann kommt der mal darüber. Der Rest wird jetzt erst einmal verkauft, natürlich. Tschüss, 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 tschüss. Den Pfeil können wir auch verkaufen. Den brauchen wir gerade eben nicht. Gibt wieder fast 400.000. Holy shit. Da sag ich doch nicht nein. Kann ich das alles... Nee. Cooking Öl, Ork Cooking Öl. Das heißt, die darf ich waschen. Dann machen wir das. Das Essen kommt da rein. Die Muscheln kommen da rein. Ich hab hier noch was. Und zwar Movement Speed plus 5, Death Price Rate und Tschüss kann verkauft werden. Das hier rein, was ist das? Das braucht man für Tränke tatsächlich. Lol, okay. Was kriegt man denn raus? Gurken, Chili! Chili! Und Gurkenseeds. Und hier einfach nur Kohlseeds. Was? Alles klar. Ist da was? Die pflanzen wir jetzt einfach mal an. Gucken, dass ich halt wieder vier Sachen auf einmal erwische. Nice. Okay, hier war einmal verschwendet. Geil. Ja. Aber hab ich jetzt eigentlich noch irgendwas drin? Nee. Wir haben neue Seeds. Also, holy shit. Da bin ich sogar richtig happy drüber. Da, wir haben noch eine Slate und so ein Pillar. Wir haben Kristall. Wo ist der? Und wir haben Schnee. Hier sind die Kristalle. Und den Schnee machen wir auch da rein. So wie das Eis. Stahl. Hammer. Hier, das ist alles gewaschen. Sehr gut. Und ja, ich habe das ganze Stahl durchgewaschen, ne? Weil ich's kann. So. Nach. Hier haben wir schon Obsidian. Freezing Fenrir's Obsidian. Okay.
Nach Palladium kommt Diamant. Nach Diamant kommt Obsidian. Nach Obsidian müsste dann das kommen. Und dann hauen wir das einfach mal hier rein. Jetzt habe ich noch eine freie Erzkiste. Wow. Wow. Ja, also die Ice Map. Holy shit. Baba. Da kann ich mich nicht beschweren. Und hier haben wir einfach Kohlköpfe. Ich warte nur ab, bis die Felder irgendwann kaputt gehen durch die Schwerter. So. Nein, nicht dahinter, nicht dahinter, nicht dahinter. So. Die nächsten sind dann die Chili Pepper. Okay. Hä? Lol. Einmal versaut schon. Hier haben wir 4 Stück jetzt. So. So. Aber ich glaube nicht, dass das diese Höllenchilis sind. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Irgendwo hatte ich doch dieses Seed Extractor. Wo war der nochmal? War der hier drinne? Dried, bla bla bla. Breed Improved Plant, was? Ich muss mir das Ding einfach nochmal angucken, ne? Seed Extractor. Da ist er. 4 Zahnräder, 5 Holz. Das müsste man doch haben. Ja. Da haben wir noch Zahnräder. Holz haben wir hier auch ein bisschen was. Da ist er. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was das alles gut sein soll. Vor allem das Ding hier. Aber gut. So. Die 7. Ja, komm, wir stellen dich erst einmal hier hin. Die Base ist eh noch nicht perfekt. Keine 90, bitte, danke. Oha! 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 Okay. Ganz kurz hier alles abernten, ne? Vielleicht kriegen wir da ja noch ein bisschen mehr Loot raus. Oder besser gesagt, Seeds. Schlecht wäre es nicht. Her damit. Kokosnuss, Pineapple, also Ananas, auch wieder Eggplant, geil. Und hier das gleiche, okay. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade ein bisschen happy. Aber wo packe ich den Spaß rein? Meine Kisten sind voll. Oh Mann. Alt und das Take 1. Wir machen 3 davon weg. 3 davon und 3 davon. Da holen wir uns nämlich die Seeds wieder. So, so, so. Ja.
Man sollte auch auf Craften drücken, ne? Aber geil! Ja. Das gleiche Spiel hier. Und das gleiche Spiel hier nochmal. Ich brauche eine größere Seedkiste, eindeutig. Ich hab ja hier noch was. So. Komm, wir setzen dich mal so hin. Vielleicht können wir dann irgendwann noch eine platzieren. So. Raus damit. Und die Baumsaplings dahin. Die kommt dann hier rein. So, gib mal her. Das kommt auch da rein. So. Cooking Öl. Das ist sehr gut, denn daraus kann ich mir wieder dieses wunderbare Essen machen. 30 Pfeffer, 30 Salz, 30 Fleisch. Das. Jo. 30 Stück. Die sind nämlich recht gut für... Ja, solche Maps, wo man halt mal ganz schnell ein bisschen Leben heilen muss. Holz war hier drin. Wisst ihr was? Das? Das? Wir haben da Zahnräder. Wir schalten noch ein paar Maps frei. Ich will wissen, wie weit das alles noch geht. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das hier braucht den Spaß, den wir schon haben. Eine Wüstenmap. Ja gut. Eine Level 7 Map ist Dschungel. Hä? Noch eine Level 7 Map ist wieder ein Dschungel. Okay, es geht nur bis Level 7. Okay, das ist ein bisschen schade. Wir stellen mal noch ein paar Zahnräder her. Für die Zahnräder brauchte ich Eisen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 200 für 100. So. Da ist mein Futter fertig. So. Ja. Was machen wir jetzt in der Zeit? Das rattert ja gerade alles durch. Ich würde sogar ganz ehrlich gesagt noch ein bisschen kämpfen gehen, um zu leveln. Das müsste aber eigentlich Level 9 sein. Hier steht ja 9-1, 8-1, 7-1. Das ist halt immer das... Ne, ist doch nicht das Level. 5-1 ist Level 4. 6-1 ist Level 5. Hä? Bitte was? Aber wir sind ja fast da oben angekommen. Ja, wisst ihr was? Wir brauchen ja eh Eisen. Auf welcher war das? Auf welcher? Auf der da. Wir gehen mal zu unserer Eisenfarm. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Und mal auf mein Handy gelunzt. Ja, Eisen.
für Zahnräder, Weizen für das Öl, also für dieses Kero-Dingsbumster-Öl und ich glaube, da war das. Und was braucht man noch? Holz. Aber Holz ist, soll nicht das Problem sein. Da kann ich auch hier eine Holzfarm aufbauen. Auf, na, hier nicht gerade, aber auf einer anderen Map. Wieder ein paar Sägen und so weiter. Weil die auf dieser Multimap, wo Feuer, Eis, Dschungel und so weiter ist, da habe ich meine Baumfarm erst mal abgerissen, weil die Säge dort, die war einfach nur zu dämlich. Die hat nicht ordentlich das gemacht, was sie sollte. Und ja. Ich frage mich jetzt allerdings, wenn ich hier kämpfe. Wie viel XP kriege ich dann? 8 XP kriege ich hier nur noch für die Mobs? Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Ja, ich muss definitiv zu anderen Karten gehen. Dafür mache ich jetzt aber umso mehr Damage. Und die hat eine Haltbarkeit von 140. Ich glaube, 200 hatte das Palladium. Gut, die arbeitet noch. Das ist auch noch eingestellt. Das ist sehr gut. 69, wow. Wow. Oh mein Gott. Aber gut. Und wir haben hier sogar noch Dungeons offen, sehe ich gerade. Die werden wir vielleicht in der nächsten Folge hier machen, dass wir die Map vielleicht abschließen können, weil dann würde ich die Eisenfarm auch erst einmal abbauen, weil da haben wir ja jetzt erst einmal genug und ich würde die dann auch da aufbauen, wo ich die Holzfarm aufbaue. Da, wo ich eventuell auch ordentlich kämpfe, denn ja, wie soll ich sagen, dann kann in der Zeit, da ist ja die Map geladen, dort, wo ich Dungeons mache und kämpfe, kann in der Zeit Eisen und Holz gefarmt werden. Das ist eigentlich richtig nice. Dann kann ich die auch bald als erledigt ansehen. Die ist erledigt, bis auf die Drachen. Die ist noch nicht erledigt. Gut. Dann holen wir uns jetzt immer die Zahnräder und decken noch ein paar Maps auf. Und ja, mal schauen, wie lange das Projekt noch weitergeht. Ich denke mal nicht allzu lange, weil ja, die Lust ist irgendwann raus. Man weiß nicht mehr, was man machen soll, außer kämpfen, Dungeons, in der Hoffnung, man findet Sachen, um eine Stage weiterzukommen. Und es gibt ja nur noch eine Stage, aber was ich auf jeden Fall machen will, ist mit einem Panzer hier rumfahren. Und mit dem Panzer dann versuchen, einen Drachen zu erledigen. Ich denke mal, das wird der Abschluss von Craftopia irgendwann sein. Wann genau, das weiß ich noch nicht. Guck mal, die wollen immer nur noch das Gleiche. Und es ist alles Level 7. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ich brauche schon wieder Holz. War der kleine Baum schon immer da? Jetzt mal ernsthaft, war der schon immer da? Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ja. Ja, ich kann halt wirklich nur noch kämpfen. Dungeons machen, Maps aufdecken.
Da ist wieder so eine Hölleninsel. Das scheint aber immer die gleiche zu sein. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, hä? Zwei, vier, fünf. Zwei, vier, fünf. Dann ist das doch das sechste. Ja, okay. Es werden wohl immer wieder die gleichen Maps jetzt nur noch kommen. Schade eigentlich. Ich dachte, da kommen noch ein paar Maps, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, mit Map aufdecken technisch gesehen war's das, denn ich werde gar nicht schaffen, alle abzuarbeiten. Um ganz ehrlich zu sein. Hier sieht's, ihr seid alle gewaschen, ne? Ja, euch muss ich noch waschen. So. Hier einmal das. Hier ist noch Mobblut. Der muss gewaschen werden. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Die Zahnräder kommen wieder da rein. Und das Holz kommt da rein. Ja, okay. Hier dürfte nichts mehr drin sein. Doch, da ist noch was drin, tatsächlich. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja. Falsche Kiste. Da rein. Also, wir haben wieder ein paar Maps aufgedeckt. Wir haben uns die Ice-Map auf jeden Fall angeguckt. Was ich schon mal richtig geil finde. Also, toi, toi, toi. Freeze Resistance. LOL. The potion grants you resistance for a while. Peppers release bloom. Was immer. Feuer Resistance. Geil. Wo sind meine Chilischoten? Her damit! Herstellen! Aber zackig! Ich will das haben! So, hierfür brauchen wir natürlich wieder Mehl. Davon haben wir ja mehr als genug. Da werden wir auch gleich wieder ein bisschen was herstellen. Wow! Wow! Das war's. Wow. Oh mein Gott. Aber wir haben eine neue Potion Art hergestellt. Das heißt, wir müssen es auf der Hölleninsel sogar noch ein Weilchen aushalten können. Dazu muss ich allerdings stärker werden. Das heißt, ich werde offscreen leveln ohne Ende. Und ja. Genau. Kupfer. Ich werde mir noch einen zweiten Brautisch herstellen. Denn... Oh, ich habe mein ganzes Red Turb verballert. Okay, nicht so schlimm. Dann das wieder zurück. Ja, ich werde jetzt offscreen natürlich leveln ohne Ende. Werde versuchen, nicht allzu hardcore in Dungeons zu gehen, weil in Dungeons kann man eben am besten leveln. Aber gut, das eine Ding kann weg. Die holen wir mal eins hier vor, die dahin. Dann haben wir hier Platz für den Spaß. Die kommen wieder da rein. Ja, ich werde versuchen, nicht in Dungeons zu gehen, wenn ich level. Ich werde nur außerhalb gegen die Mobs kämpfen. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.